Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in dieser Folge, wir haben jetzt März 2019, gibt es mal die ersten Tipps fürs Frühjahr 2019. Ja, es gibt jetzt zwei Komponenten oder zwei Sachen, die wir unterscheiden müssen. Es gibt einmal die Teichbesitzer, die einen Teich mit einer Heizung haben und es gibt einmal die Teichbesitzer, die leider keine Heizung am Teich haben. Für alle die, die keine Heizung am Teich haben, wird es jetzt relativ schwierig und relativ spannend, denn ihr werdet feststellen, dass der ein oder andere Koi jetzt ein parasitäres Problem bekommt. In der Regel macht sich das durch verstärktes Scheuern und/oder einen weißen Hautbelag bemerkbar. Und da muss man letztlich was gegen tun, damit aus einem kleinen Problem nicht nachher ein großes Problem wird. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn der Fisch jetzt eben aufgrund seiner Schwäche, weil einfach sein Immunsystem noch nicht wieder fit ist, jetzt einen parasitären Befall bekommt, dann wird der Stress für den Fisch nur größer. Und deswegen ist es wichtig und hilfreich, wenn man dann entsprechend dagegen vorgehen kann. Nun bin ich kein Tierarzt, ich kann euch aber auf den Fachhandel verweisen. Da gibt es einschlägige Präparate, also Breitbandmittel zur Teichdesinfektion. Zum Beispiel kann man verwenden Chloramin-T, man kann verwenden Wofa-Steril oder auch Kaliumpermanganat. Und mit einer Teichdesinfektion und dem damit verbundenen Senken des parasitären Druckes ist es manchmal schon getan. Was ihr parallel tun solltet, und das gilt sowohl für die ohne Teichheizung als auch für die mit Teichheizung, ist die Wasserqualität kontrollieren und schauen, ob ihr irgendwo Dreckecken habt, ob die mikrobiologische Wasserqualität in Ordnung ist, ob der Sauerstoffgehalt in Ordnung ist, sodass die Fische optimale Bedingungen bekommen. Und damit einhergeht natürlich immer ganz oft die Frage, ab wann kann ich denn wieder füttern? Die Frage ist so einfach auch nicht zu beantworten. Wenn du einen Teich mit Heizung hast, dann solltest du jetzt, wenn dein Teich anfängt und um die 10 Grad hat, also wenn du den Teich im Winter kühler hattest, so auf 4 Grad, und der Teich hat jetzt schon wieder 10 Grad, dann solltest du meiner Meinung nach jetzt langsam anfangen, binnen von 1 bis 1,5 Monaten den Teich auf 18 Grad zu erwärmen. Und dann kannst du natürlich ab ungefähr 12 bis 14 Grad anfangen mit einem sehr leicht verdaulichen Futter. Aber nicht jeden Tag, sondern vielleicht alle paar Tage ein bisschen Futter reingeben. Aber auch immer schauen, ob die Koi ans Futter gehen und natürlich die Wasserparameter kontrollieren, ob die Wasserparameter in Ordnung bleiben. Wenn du einen Teich hast ohne Heizung, ist es viel schwieriger, weil bei dir wird es mit Sicherheit bis Mitte bis Ende Mai brauchen, wenn der Teich nicht in der prallen Sonne ist, bis der mal auf stabilen 18 Grad ist. Denn das ist der entscheidende Punkt. Wer eine Teichheizung hat, der kann die so einstellen, dass er eine steigende Temperatur hat, die dann auch stabil bleibt. Hast du keine Teichheizung, hast du das große Problem, dass dein Teich möglicherweise, wenn jetzt nächste Woche das Wetter wieder warm wird, wärmer wird als 10 Grad, sogar vielleicht deutlich wärmer. Und wenn wir Pech haben und wir kriegen im April nochmal eine kalte Periode, dann geht deine Wassertemperatur wieder runter. Deswegen darfst du noch nicht füttern. Deswegen musst du warten, bis dein Teich. Verfluchte Hacke. Stabil auf, sagen wir, mindestens 16 Grad ist, damit deine Fische ihr Futter dann auch verdauen können. Was du machen kannst, ist schauen, ob die Fische von allein schon auf die Futtersuche gehen. Und ich sag mal, wenn sie alleine anfangen, Algen zu fressen, dann würde ich sagen, könnte man auch schon bei 14 Grad anfangen, mit einem ganz leicht verdaulichen Futter hin und wieder was reinzuschmeißen. Aber auch hier gilt natürlich wieder, die Wasserqualität musst du im Auge behalten. Grundsätzlich, ich wiederhole mich da nur gerne, ist es natürlich ein Riesenproblem mit einem unbeheizten Teich, wegen der vor allen Dingen schwankenden Temperaturen im Frühjahr. Wenn der Teich dann mal von der Temperatur in 18 Grad oder mehr ist, dann ist es alles viel einfacher und dann ist eigentlich kein großer Unterschied mehr zwischen einem unbeheizten und einem beheizten Teich. Und auch der Hinweis sei mir noch einmal gestattet. Die Wärmepumpen, die wir heute für unsere Koi-Teiche verwenden, die sind mittlerweile so günstig geworden, dass ich behaupte, dass die Investition in eine solche Wärmepumpe allemal die Kosten für parasitäre Behandlungen, die sonst notwendig sind, wie soll ich sagen, aufhebt, sodass es eigentlich ein Plus-Minus null, na, das ist dumm gesagt. Also, wenn ihr eine Wärmepumpe kauft,
dann spart ihr Behandlungskosten und möglicherweise auch so viele, dass sich die Wärmepumpe dadurch bezahlt macht. Das wollte ich sagen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig mit den Wörtern. Ja, das waren so mal die wesentlichen Punkte für jetzt. Nach wie vor gilt auch, dass man die Koi so ruhig wie möglich lassen sollte, also nicht rumjagen oder durch Baumaßnahmen stressen, weil wenn die Koi aus dem Winter kommen, haben sie ein ganz beschissenes Immunsystem und brauchen jetzt eigentlich erstmal ein paar Monate warmes Wasser, um wieder so richtig fit zu werden. Ja, das mal an dieser Stelle und in dieser Kürze. Wenn du Fragen hast zu dem Thema oder wenn du Fragen zu anderen Themen, die die Koi-Haltung oder den Koi-Teichbau betreffen hast, dann zögere nicht, greif zum Hörer und ruf mich bitte an. Ich sage es hier auch nochmal ganz deutlich und ganz offen, bitte ruf mich an, weil ich habe garantiert 22 bis 50 Nachfragen, bevor ich deine Frage wirklich beantworten kann. Und wenn du mir eine E-Mail schickst oder eine WhatsApp, dann geht das Hin- und Herschreiben los und da muss ich sagen, habe ich weder Zeit noch Lust zu. Deshalb ruf mich einfach an, 02236 322 88 91. Dann können wir dein Problem besprechen und ich bin sicher, dass ich auch eine Idee habe, wie ich dir dann helfen kann. Danke, dass du dabei warst. Wie immer, wenn du meinst, der Beitrag ist wertvoll, dann freue ich mich, wenn du diesen Beitrag mit anderen teilst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Auch darüber freue ich mich sehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.